Wieder suchen Polizisten auf einem Feld in Thüringen nach Spuren. Wieder kam es zu einem schweren Unfall bei einer sogenannten Erntejagd. Doch anders als noch am Samstag endete dieses Unglück für einen Jäger tödlich. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, im Visier der Ermittler ein Mitjäger des Getöteten. Die Polizei sucht jetzt nach der Waffe, aus der geschossen wurde. Das muss durch kriminaltechnische Untersuchungen erfolgen und auch ein Abgleich mit dem Projektil, wonach die Kollegen momentan hier vor Ort suchen. Wenn das Projektil aufgefunden wurde, dann kann man auch abgleichen, aus welcher Waffe es stammt. Schon am Samstagabend kam es in Thüringen zu einem Jagdunfall. Ein Projektil traf ein 6-jähriges Mädchen, das in einer Gartenlaube nah am Feld spielte. Das Kind wurde schwer an Hüfte und Arm verletzt und musste im Krankenhaus operiert werden. Die Polizei ermittelt hier gegen 7 Jäger, die auf Wildschweinjagd waren. Sogenannte Erntejagden sind für Bauern wichtig, weil sich in den Feldern Wildschweine verstecken, die hohe Schäden verursachen. Der Deutsche Jagdverband schaut besorgt auf die Vorkommnisse in Thüringen, verfolgt die Ermittlungen ganz genau. Letztendlich machen mich die beiden Fälle in Thüringen sehr betroffen. Ich habe selber eine Tochter und kann da sehr gut mitfühlen, wie sich die Eltern da jetzt fühlen. Und natürlich ein Toter jetzt durch eine Jagd ist noch schlimmer. Und jetzt geht es eben darum zu gucken, was sind die Hintergründe, wie konnte es dazu kommen, was sind die Ursachen. Daran sind wir jetzt interessiert, um zu gucken, ob man eventuell Maßnahmen ableiten kann. Gesetzesänderungen seien nicht nötig, so das Thüringer Landwirtschaftsministerium. Wenn sich die Jäger an die Vorschriften hielten, könne nichts passieren. Doch bei den Erntejagden ginge manchmal alles zu schnell. Eine Schwierigkeit ist, je nachdem, wie schnell der Erntefortgang ist und wie groß der Schlag ist, dementsprechend brauchen sie Leute. Und das ist das Hauptproblem, dass sie eben so schnell wie die Mähdrescher da draußen fahren, auch genügend Personal haben, was dann rundherum diese Erntejagd dann eingrenzt. Und dass möglichst jeder seinen eigenen Schutzsektor hat, indem er keinen gefährdet. Dem Thüringer Jagdverband bleibt nur ein Appell an alle Jäger im Land. Die Jagd sei lebensgefährlich und deswegen sollten die Vorschriften ganz genau und immer beachtet werden.